Hallöchen, Popöchen. So, ihr Lieben, wir sind weiter in der Arena. Wir haben letztes Mal 2 Siege mit Jaina gehabt und wir machen jetzt mal direkt weiter. Wenn es euch interessiert, was ich für Kartendecks habe, geht 2 Folgen vor. Also nicht die letzte Folge, sondern die Folge davor. Da stelle ich am Anfang das Kartendeck zusammen und spiele dann auch schon die erste Runde, wo wir gewonnen haben. So, wir fangen jetzt an und 21.34 Uhr. Ich muss das noch ein bisschen im Auge behalten. Ob wir denn 1 oder 2 Jaina Matches machen können. Gegen Valeria. Ah, schon wieder ein Schurke. Seid auf der Hut. Ihr habt es so gewollt. Ich tausche die mal gerade alle aus in der Hoffnung, dass ich was Kleineres kriege. Ah, fucking ey. Okay. Ja, ist ja super, dass wir den Bergriesen jetzt schon mal haben. Ja, schauen wir mal, wann wir den einsetzen können. Das war's. Wir können noch nichts machen. Gucken wir mal, was der Schurke macht. Daniels Y2J, keine Ahnung. Was kann er machen? Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Oha, er kann mir... Ja gut, dann machen wir dann mal so. Machen wir mal eben hier die 2 Spott rein. Kann er sich da mal so ein bisschen die Zähne erstmal dran ausbeißen, bis wir dann in der nächsten Runde den Erntegolem machen können. Benötigt ihr einen Segen? Alter Vater. So ruft einen beschädigten Golem herbei. Der hat 3 Leben. Ja. Können wir nicht anders. Oder ist, glaube ich, etwas, was wir nicht anders machen können. Wann haben wir jetzt angefangen? 21 Uhr irgendwann, ne? 21 Uhr 33, 32. Der kriegt den Golem noch nicht runter, ne? Den kriegt er runter. Frisst da 2 Schaden. Und jetzt... Oh nein, ey. Ja, leck mich doch am Arsch. Die kann ich schon mal wegzwirbeln. Und dann die 2 Spinnen. Anders geht nicht. Ich fresse jetzt 5 Schaden, 6 Schaden plus 7 Schaden Waffe plus alles andere, was er noch auf der Hand hat. Gib mir den Bogenlichtschlüssel. Och Mann. Das ist ja Kappes. 5 haben wir jetzt. Enthält ein Blabla. Mhm. Mit den Spinnen kann ich die wegsammeln. Da habe ich schon mal 2 Spinnen, ne? Machen wir das? Würde ich sagen, machen wir. Das war's. So. Ach so, meine Spinne ist immer noch da. Schön. Er kann jetzt... Okay, er geht face. Alles klar. Er geht face. Okay. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Fügt dem feindlichen Helden. Wir können... Mit dem 4-5... Können wir zumindest... den hier schon mal wegbringen. Der hat 5 Schaden. Oder wir... Nee, damit kommen wir nicht hin. Füge dem feindlichen Helden 3 Schaden zu. Der kriegt auch noch mal was. Hm.
Soll ich das machen, Zwielichtdrache nochmal? Oder soll ich erst nochmal 5-5? Füge dem feindlichen Helden 4-4. Dann mache ich da nochmal Verstohlenheit. Was soll ich nur tun? Aber dann habe ich... Nee. Ich muss den nochmal spielen. Und dann traden wir nämlich einmal den hier. Den. Und den. Machen wir das so. Das war jetzt nicht der beste Trade gewesen, aber wir schauen mal, was dann in der nächsten Runde auf uns zukommt, weil... Auf nach Norden! Okay, Ansturm. Geht da auf die Fresse? 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 Ja, perfekt. Gibt's doch gar nicht, ey. Füge dem feindlichen Helden eure Zauberkosten. Ich habe aber keine Zauber. Scheiße. Den kriege ich nicht weg. Ich frage mich, ob... Wir kriegen den runter auf 5. Dann kriegen wir den weg. Wir kriegen den runter auf 5. Dann kriegen wir den weg. Dann haben wir schon mal 2 Spinnen. Und dann können wir immer noch füge dem feindlichen Helden 3 Schaden zu. Sie werden nicht wissen, wie... Das war's. Gut gespielt. Gut gespielt. Ja, der kann mich jetzt platt machen. Um den Sindoran. Ja, da brauchst du gar nichts anderes mehr aufs Board legen, du Kackei, ey. Jo, eine Niederlage. Und wir machen direkt mal. Wir stehen jetzt 2-1. Eine Niederlage zu 2 Siegen. Und wir gucken mal, ob wir jetzt noch was Schnelles machen können. Haben wir noch 10 Minuten Zeit. Oder ein bisschen mehr halt. Wir schauen mal, was wir jetzt bekommen. Wie lange wir noch durchhalten. Oh nein. Ich hasse den Priester, ne? Mal gucken. Hoffentlich ist das ein Scheißpriester. Verstohlenheit. Ich halte den Feuerball mal. Kacke. Ach, das sind alles Karten, die... Das sind alles Karten, die kacke sind. Aber ich kann gleich, wenn er irgendwas holt, was 3 Schaden hat oder 3 Leben hat, kann ich ihm das wegsnipern hier. Spinnen. Okay, er kann nichts. Was machen wir? Wir können nur entweder fügt einem Charakter 3 Schaden zu und friert ihn ein oder einen Schaden machen. Was machen wir denn? Wir behalten den Zauber nochmal. Und beim nächsten Zug können wir entweder Verstohlenheit spielen oder den Kampfschrei. 2 Leben, 2 Leben, okay. Gut, er kann sich heilen, okay. Sprich, wir machen jetzt ihn hier. Nee, wir machen ihn. Geladen und entsichert. Den Verstohlenheit spielen wir danach. Bringt einen Diener zum Schweigen, können wir machen später. Also im nächsten Zug. Verleiht einem zufälligen befreundeten Diener. Okay. Den bringen wir mal zum Schweigen, den Jungen, ne? Oder? Würde ich mal sagen, weil wenn der nachher Diener ausspielt. Eure Magie wird euch nicht treffen. Feuer!
Wir lassen den nochmal stehen. Im nächsten Zug können wir den mit ihm hier traden. Die Verdammten stehen bereit. Gut. Okay, hat er ihn getradet von mir aus? Jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben jetzt 5. Wir können... dem 3 Schaden mitgeben. Was soll ich nur tun? Oder hier... warte mal, wenn ich den jetzt hier rauslege, Zauberschaden, ne? Dann habe ich immer noch den hier. Dann kann ich ihm hier... ich bin ein Meister der Magie! Jo, dann habe ich den zumindest auf einen Streich weggehauen. Ist gar nicht mal so übel. Knappe, hier zur Seite! Bereit, mein Herr! Okay, er hat immer so ein bisschen das Nachsehen. Eure anderen Diener haben plus einen Angriff. Das heißt 3, 3, 2, 4. Wenn ich den lege, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 5. Nehmt das! Dann kann ich den immer noch antitschen. Feuer! Und dann kann ich ihn noch antitschen. Dann ist das Board wieder clear. Sehr schön. Das Schöne ist, er muss nachziehen. Irgendwie muss er nachziehen, aber jetzt kommt er, glaube ich, gerade auch auf das Level 6-6, wo er mir richtig was reinhauen kann. Die Verdammten stehen bereit. Okay, Todesröcheln. Bringt ja nicht viel, ne? Fügt allen feindlichen Dienern 5 Schaden zu. Gilt das auch für den? Gilt das auch für den? Ich meine, ich kann das jetzt machen, ne? Aber ich könnte jetzt auch wirklich... nee, ich will die nicht stehen lassen. Tut mir leid. Schnell und stark zuschlagen. Also das war... ne, Verstohlenheit, eher... ja. Bereit zum Ausritt. Ansturm kann er machen, da kann er den mit platt machen. Was kannst du noch? Ist jemand verletzt? Ein Schuss. Verursacht einen Schaden. Jetzt warte mal. Zauberschaden. Ich kann die, zieht jedes Mal eine Karte, wenn ein Diener geheilt wird. Ich kann den jetzt wegmachen. Mit 2. Oder. Ja, doch, kann ich. Nee, gar nicht. Zauberschaden. 6, 3, 7. Ich mach den mal eben weg. Erhält plus 1 Leben für jede Karte auf eurer Hand. Was mache ich? Es bleibt nur ein Häufchen Asche. Ich lasse die zweimal gerade drauf. Mal gucken, ob er das hinkriegt. Also einen von denen wird er wahrscheinlich wegschnatzen können. Zumindest mit der alten hier. Kann er den kleinen wegmachen. Ich habe jetzt 7.
frage mich, ob... Ich bin ein Morgenmuffel. Mein Schild für Argus. Okay. Er heilt sich nochmal. So, das war aber jetzt recht dumm, ne? Weil ich habe... ein Leben auf eurer Hand. Was soll ich nur tun? So. Kriegst du jetzt 6 Schaden rein? Du kriegst was. Und ja. 4-4 und 4-5 gegenüber 1-1-2-3. Glaube ich, kann er nicht wirklich viel machen. Okay, er kann mir in the face gehen, aber Zauberschaden. Ich kann jetzt den Ogre der Felsfäuste machen. Ich mache ihn mal gerade weg. Jetzt habe ich noch 8. Dann mache ich ihn. Und 4-5. Ja, sollte passen. Sollte passen. Okay, da bringt ihm aber auch nicht viel, weil ich habe 3 Charaktere auf dem Board, die ihn da mal ganz, ganz einfach wegschnatzen können. Vielleicht auch nur noch 2. Aber Zauberschaden plus 1. Seid ihr für das hier bereit? Und dann traden wir mal gerade ihn. Dann machen wir noch die 2 Spott. Und dann dich. So, 4, 8, 12 Schaden incoming. Wir müssen den Sonnen- Gottesschild und Spott. Mhm. Benachbarte Diener haben plus 1 Angriff. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Plus 1 Angriff. Benachbarte Diener haben plus 1 Angriff. Das heißt, ich würde ganz gerne... Sieben. Und 4-2. Den habe ich natürlich jetzt blöd gelegt, ne? Titschen wir einmal an. Und dann gehen wir mit... ihm drauf. Warte mal, der bringt ihn auf... Nicht blinzeln. Was glaubst du? Das war's. So. Dann haben wir jetzt alles rausgehauen, was wir haben. Aber wir haben immer noch ein bisschen was am Start. Na, okay. Kriegsgolem. Ja, kriegst du aber nicht mehr hin, Junge. Bringt einen Diener zum Schweigen. Kriegst du auch nicht mehr hin. Du bist einfach fertig. Nicht blinzeln. Gut gespielt. Ja, mit deinem Kriegsgolem da am Arsch kannst du vergessen. So.
Alter, ich glaube, 3 Siege hatte ich noch nie. Und wir machen hier eine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier gucken, wie wir hier weiterkommen. Also, bis später. Ich freue mich voll. 3 Siege hatte ich noch nie. Wir gucken weiter. Yippie. Ich freue mich voll. Geil. Ciao.